Hallo ihr Lieben, in diesem Video und folgenden Videos nehme ich euch mit auf eine persönliche Strickreise an verschiedene Orte, in verschiedene Handarbeitsgeschäfte. Ich zeige euch meine Strickprojekte und auch verschiedene Garne. Und wenn ihr mich dabei ein Stück weit begleiten möchtet, dann bleibt dran. Ich starte jetzt mit Nordsee Teil 2. Ich wünsche euch viel Spaß. So startet hier ein Tag in Friedrichskoog mit herrlicher Natur, totaler Stille. Ein Fleet läuft hier durch den Garten, die Tiervielfalt ist hier enorm und die Stille ebenfalls. Ich nehme euch dieses Wochenende mit auf eine Hallig. Ich zeige euch Büsum, auch die Lagune und ich präsentiere euch mein RVO, den ich an diesem Wochenende fertig gestrickt habe. Ihr Lieben, heute nehme ich euch mit auf eine Fahrradtour nach Friedrichskoog Spitze. Dort muss ich noch mal ganz schnell in mein Lieblingswollgeschäft, die Deichwolle, und dort nehme ich euch jetzt mit hin. Erinnert ihr euch noch an den Wal, an dieses Walgebäude dort links aus meinem ersten Teil von der Nordseetour? Daran fahren wir jetzt vorbei, rauf auf den Hafen, hier das alte Hafenbecken, dort die Seehundstation und jetzt geht es weiter Richtung Spitze durch diverse Schafsherden und manchmal passiert auch das. Das passiert hier öfter. Mal gucken, was jetzt. Ich glaube, ich fahre außen rum. Schön ist warm. Fahren wir außen rum? Das geht auch nicht. Die spenden sich gegenseitig, glaube ich, Schatten oder so. Außen rum geht auch nicht. Das ist irgendwie. Jetzt müssen wir sie leider stören. Okay. Dankeschön. Hier nun in Friedrichskoog Spitze geht es in das kleine schnuckelige Einkaufszentrum. Dort ist das Wollgeschäft Deichwolle. Hier benötige ich noch dringend eine dünnere Nadel für mein RVO, den ich dieses Wochenende fertigstellen will. Und dort gehe ich jetzt hin und schaue auch noch mal, was es so noch Neues dort gibt. Ich finde dieses Geschäft so schön. Schaut euch das an. Eine Auswahl, der Wahnsinn. Und hier sehe ich schon auf dem Präsentationsboard ganz viele neue Bobbles vom Woolhouse mit den Perlen. Hier in Rot mit weißen Perlen, Blau mit rot-weißen Perlen, hier der Bobble Inselglück und nochmal weißes Garn mit roten Perlen. Die Bobbles sind wirklich schön und lassen sich toll verstricken. Hier ist das Leuchtturmtuch schon in Arbeit oder schon über die Hälfte fertig. Ein Illusionstuch von der Firma Garnmanufaktur mit der Lola verstrickt. Auch die habe ich schon mehrfach verwendet und auch schon einige Illusionstücher gestrickt. Das lässt sich wirklich ganz toll machen. So, nun habe ich doch mehrere Rundstricknadeln für zukünftige Projekte gekauft und nun geht's an die Kasse und wir fahren mit dem Rad weiter. Thank you.
Nach dieser schönen Radtour geht's in den Strandkorb und ich stricke weiter an meinem RVO mit der Bio-Baumwolle von der Garnmanufaktur. Schaut her, soweit bin ich schon. Und ich glaube, ich schaffe den dieses Wochenende auch fertig. Hier zeige ich euch kurz, wie ich eine unsichtbare Raglan-Zunahme mache. Aus der hinteren Masche hochgezogen auf der rechten Seite von der Raglan-Naht, dann die Raglan-Naht selbst und am Ende auf der linken Seite aus dem Querfaden von rechts hochgeholt und eingestochen von links und dann gleich rechts abgestrickt. Das ist für mich der schnellste Weg. Und dann habe ich für die Ärmel ein Lochmuster gewählt. Das fand ich total schön jetzt für den Sommer. Und hier vor der Raglan-Naht einfach ein Umschlag, dann die zwei rechten Maschen der Raglan-Naht und dann auf der linken Seite vom Raglan wieder aus dem Querfaden eine Masche zunehmen. Und so sehen die Raglan-Nähte jetzt aus, direkt neben dem Lochmuster. Ein schöner Tag geht zu Ende hier am alten Hafen mit einem tollen Sonnenuntergang und ganz vielen Vögeln am Uferrand oder in der Luft wie hier. Eigentlich wollte ich hier dann einen Cut machen für den Tag, aber abends lief tatsächlich dieser kleine Freund über unsere Terrasse. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Der nächste Morgen startet erneut ruhig, idyllisch. Schaut euch das an. Und dieser Tag wird ein Stricktag. Ich möchte den RVO fertig haben. Hier in diesem Garten lässt es sich wunderbar stricken, in diesem Strandkorb. Mit der Natur. Einfach nur ein Traum. Das Wetter ist einfach herrlich. Man kann wunderbar draußen stricken. Und heute Abend nehme ich euch mit auf eine längere Radtour mit einem hoffentlich schönen Sonnenuntergang. Und zwar auf die Hallig-Helmsand. Das ist herrlich, hier Rad zu fahren, ne? Das ist nur schön. Schaut euch diese Weite an, dieser herrliche Ausblick, der uns die ganze Zeit bei der Radtour begleitet. Es ist einfach nur ein Traum. Nun sind wir schon in der Gemeinde Elpersbüttel, kurz vor Meldorfer Strand. Und immer wieder laufen Schafe von links nach rechts oder von rechts nach links. Das sind neben Fußgängern und Radfahrern, aber auch die einzigen Verkehrsteilnehmer hier.
Nun eine kurze Pause in einem der Strandkörbe, den Ausblick genießen und der bevorstehende Sonnenuntergang. Ihr Lieben, hier bin ich wieder an der Nordsee, wieder in einem Strandkorb, diesmal in Elversbüttel, kurz vor Büsum. Und ich nehme euch mit auf die Vogelhallig-Elbe. Die Hallig-Helmsand ist die einzige Hallig im Landkreis Dithmarschen und ist umgeben von Salzwiesen. Dieser lange Damm verbindet die Hallig mit dem Festland. Hier kann man ganz entspannt entlang schlendern oder mit dem Fahrrad auf die Hallig fahren. Die Hallig ist eine reine Naturinsel für die Vögel und ist unbewohnt. Zur Vogelbrutzeit von April bis Ende Juli ist es nicht gestattet, die Hallig zu betreten. Hier auf diesem Damm wartet schon mein Mann auf mich. Ich habe noch Aufnahmen für euch gemacht und ich brauche ein bisschen länger, diesen steinigen Weg zu nehmen, weil hier auch viele Löcher sind und ich Sorge habe, dass ich mich vertrete. Geschafft! Schaut euch die Natur an. Eine herrliche Weite. Dort hinten ist Büsum. Dort nehme ich euch morgen mit hin. Nun geht es aber erstmal zurück wieder über den langen Damm an das Festland. Bei herrlichem Sonnenuntergang geht's jetzt nach Hause und morgen, wie gesagt, nach Büsum. Ist gleich fertig. Nur noch Fäden vernähen. Fertig. Und gleich geht's zum Fotoshooting. Nun haben wir vorerst ein paar Schnappschüsse gemacht für das Anleitungsvideo des RVOs. Schaut euch das Shirt an. Mir gefällt das sehr gut. Es trägt sich sehr schön mit der weichen Biobaumwolle. Und wir haben uns überlegt, wir machen das Fotoshooting in Büsum. Büsum ist eine Gemeinde, ebenfalls im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Der Hafenort liegt direkt an der Nordsee und ist seit dem 19. Jahrhundert Seebad und ist neben St. Peter-Ording und Westerland auf Sylt ein beliebter Urlaubsort. Die Gemeinde hat ca. 5000 Einwohner und sie liegt nur 7 Meter über Normalnull. Hier ist es im Sommer sehr gut besucht, dennoch verläuft sich das auch wegen der Weite sehr schön. Zudem wurde 2012 die Perlebucht, eine Familienlagune, erschaffen. Die zeige ich euch gleich noch, aber vorerst geht es in den Ort zu den Geschäften, weil ich noch in das Handarbeitsgeschäft möchte. Ich bin schon sehr gespannt, hier war ich bislang noch nie. Das Geschäft heißt Glücksmomente und ist total schön. Schaut euch das an. Die Farbauswahl ist total schön getroffen und wie ich erfahren habe, nahezu auch nur Naturgarne, also sehr, sehr wenig Polyamid, Polyacryl. Die Chefin strickt selbst und schaut euch das an. Ganz, ganz tolle Dinge. Hier der Pullover, der ist mir gleich ins Auge gestochen. Diese Rundpasse mit dem Fischmuster, also sowas von schön. Ich zeige ihn euch nochmal etwas genauer. So schön gestrickt. Eine ganz tolle Idee auch, wie ich finde.
Und hier gibt es ganz viele schöne Garne zu entdecken. Und natürlich konnte ich nicht widerstehen und habe doch wieder zugeschlagen und habe mir ein paar neue Garne besorgt für den Winter. Schaut euch die Mützen an, aber auch viele andere Dinge sind hier zur Schau gestellt. Eins schöner als das andere und die Verkäuferin war auch super nett und auskunftsfreudig. Also solltet ihr mal in Büsum oder Umgebung sein, schaut hier gern mal vorbei, es lohnt sich. Und nun laufen wir zu Fuß an der Küste entlang zur Lagune. Hier ist die Brücke über die Schleuse zur Lagune. Es ist ein warmer Sommertag, gut besucht. Die Lagune hat Sandstrand im inneren Bereich, Tiden unabhängig, immer Wasser, also immer die Bademöglichkeit ist gegeben oder auch für Wassersportler. Es ist extra abgeteilt durch einen Damm. Hier gehen wir jetzt über die Brücke rüber zur Lagune. Schaut es euch an. Ein sehr schöner Ort, eine wunderschöne Lagune mit Bademöglichkeit, auch für Kleinstkinder. Und ganz schöne Umkleidekabinen stehen hier entlang der Nordseeküste. Die sind so süß, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Und ja, nun endet hier auch ein schöner Tag in Büsum bei herrlichem Wetter. Und jetzt werden noch schnell ein paar Aufnahmen gemacht für mein Anleitungsvideo und für dieses Video hier. Mein Mann hat sich zur Verfügung gestellt und hat wieder ein paar Fotos von mir geschossen. Und nun geht es mit dem Auto zurück nach Friedrichskoog und dort zeige ich euch noch, was ich mir für Wolle gekauft habe. Schaut her, diese flauschige Wolle habe ich mir gekauft. 100 Gramm haben hier 580 Meter Lauflänge. Das Garn besteht aus 80% Alpaka, nur 17% Polyamid und 3% Schurwolle. Ich bin schon ganz gespannt. Und dann habe ich mir dieses hier gekauft. Das Garn besteht aus 100% recycelte Baumwolle und daraus werde ich mir eine Tasche häkeln. Hier endet nun das schöne Wochenende. Und mein Video Nordsee Teil 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir bitte unbedingt ein Like da. Das hilft mir sehr und für euch hat es keinerlei Nachteile. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, ciao!